Geh weg von mir! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Er verfolgt mich! Was? Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Some Outlast. Ja, warum habe ich eigentlich hier die Kamera an? Also die Nachtsicht. So eine Scheiße, ich will hier keine Batterie vergeuden. Gleich vom Start weg. Oh Mann, oh Mann. Zum Verstecken? Oh, ein Bett steht hier. Na sowas. Ja, und auf einmal habe ich hier sogar Licht. Guck mal an. Outlast, Outlast, Outlast. Das wird nochmal das Spiel sein, was mir den Rest geben wird. Und zwar in jeder Hinsicht, meine Freunde. Erstmal natürlich wegen der Atmosphäre. Ja, alles dunkel hier. Ich wurde von dem Fetten, ich habe mir den Namen immer noch nicht gemerkt, durchs Fenster geboxt, indirekterweise. Da ist ja alles explodiert da oben. Oder zumindest ein bisschen was. Und dann wegen der schieren Anzahl an Versuchen, das Ding zu tweaken, so dass ich es endlich so hinbekomme, wie ich es haben will. Beziehungsweise, dass es nicht rumbackt, rumspackt, in der richtigen Sprache auf dem Schirm zu sehen, ist ja für euch, für mich. Und mit dem Ton, genau, man sollte ja meinen, nach knapp 500 Videos, ich weiß gerade nicht, wie viele ich auf meinem Kanal habe, es dürften bald 500 sein, sollte ich mal gelernt haben, wie das mit der Abmischung funktioniert. Nein. Belehrt mich Outlast natürlich unter allen Let's Plays, die ich am Laufen habe, eines Besseren. Oh. Ja, und da kann man schon mal so kopflos in der Gegend rumsitzen wie der Kollege hier. Und da failen auf ganzer Linie. Das ist mir nämlich passiert. Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wahrscheinlich nicht, aber man hört es. Ein geschultes Ohr hört das einfach. Ich habe irgendwie mein... Nein! Mein Mikro zu laut aufgenommen. Oh. Weil sich das mal ganz pauschal im Windows auf Pegel 50 zurückgestellt hat. Ja? Ohne mein Zutun. Ist das der Dicke? Ja, das ist der Dicke. Scheiße. Scheiße. Okay, jetzt ist mir mal gerade der Pegel. Völlig egal. Nein, aber wo war ich stehen geblieben? Ich muss mich kurz ablenken, sonst wird der mir wieder das Herz rausreißen. Kann er mich riechen oder kann er mich hören, sehen im Dunkeln? Ich weiß es nicht. Scheiße. Kommt er hier rein? Geh weg, geh bitte weg. Ja. Also, es gibt häufiger mal Anwendungen, die mögen das gerne. Das Umstellen. Im Windows und so. Ich mag das aber nicht. Ja, und ich mag auch diesen Typen hier nicht. Egal, ich hoffe, wie gesagt, er kann mich nicht sehen im Dunkeln. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab keinen Bock, dass er mich da oben sehen kann. Im Licht oder so, aber ich wüsste auch nicht, wo ich sonst lang soll. Ich muss da wieder in die Duschen zurück. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. So. Ganz vorsichtig durch die Gegend krabbeln hier. Ja, die Tür ist auf. Juhu. Juhu. Wenn das die Tür ist, von der ich meine, dass sie es ist, dann ist es die richtige. Da kam ich Richtung Duschen. Ah. Oh oh. Bitte sag, dass hier offen ist. Nein! Oh oh. Shit! Oh no! Oh no!
shit, 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 shit. Verfick dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Krabbeln, krabbeln. Oh. Du kleiner Penner. Musst du die Situation so ausnutzen? Oh, Schwitz. Panisch irgendwo hingerannt. Völlig unwissend, ob das der richtige Weg ist. Oh, hier steht zumindest wieder Showers. Das heißt, hier bin ich richtig mit Duschen und so. Ja. So kann's gehen, ey. Und jetzt ist er wieder weg. Alles klar. Oh Gott. Und aus 6 Batterien wurden nur noch 3. So eine verdammte Scheiße. Jedenfalls, jetzt sollte sich der Ton wieder vernünftig ordentlich anhören, ja. Ohne großartige Hallgeräusche. Oh oh, duscht da jemand? Und ohne, dass es so übermäßig laut ist, hoffentlich übersteuert es auch nicht mehr. Das hatte ich eventuell ein, zweimal. Aber nur bei Outlast, ja? Komischerweise nur bei Outlast bisher. So eine schwule Scheiße. Und es ist mir in der 8. Folge erst aufgefallen. Also jetzt. So. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Aber. Was können wir tun? Geh weg von mir! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Er verfolgt mich! Was? Er verfolgt mich! Soll ich ihn mal rankommen lassen? Komm, YOLO! YOLO! Was tust du? Was willst du? Willst du ein Autogramm? Deine Visage ist auf YouTube jetzt! Kollege! Sag mal! Ein Wort. Ach, geht nicht. Du hast Bandagen in der Fresse. Ja, tut mir leid. Aber geh weg, ey. Was will er denn? Ist er geil auf mich oder so? Ach, nicht, dass er mir hier im Weg steht, wenn ich in seine Zelle gehe und dann komme ich nicht mehr raus. Schon wieder so ein Zusammengenähter? Was haben die denn mit den Leuten gemacht hier? Ohne Witz. Da ist doch bestimmt an allem das Militär schuld. Was ich draußen am Hof gesehen habe in der ersten Folge. Leute, Leute. Was soll denn das? Wo muss ich denn jetzt rauf? Irgendwie hier? Geht das? Ich will nicht einfach in eine Zelle. Hallo? Vielleicht hier? Ah, guck mal. Nurse, I'm gonna need some help getting clean. Was denn? Nurse. Ich bin aber nicht deine Nurse. Ich bin ein Reporter. Geh mal kacken. Ihr seid doch alle verrückt. Hier sitzt schon wieder so einer in seinem Rollstuhl. No! Oh. Okay. Liegst du bequem? Ja, er hat sich erledigt, glaube ich. Wollen wir das mal testen? Komm. Nee, er greift uns nicht an. Er will's vielleicht, aber... Es geht nicht, zum Glück. Ah! Leute, Leute, Leute. Oh nein! Ich kann mir denken, was jetzt passiert. Ich spreche es aber nicht aus. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Ups. So, pass auf. Oh oh.
Doch nichts passiert? Ich hätte jetzt gedacht... Oh. Ich hätte jetzt gedacht, er greift mich von hinten um den Hals oder so. Das wäre aber echt zu obvious gewesen. So, hier haben wir schon wieder eine Zelle mit Schmierereien. War das vielleicht die Zelle von... Witness, he did not kill his enemies. Okay. Whatever. Jedenfalls liegt hier eine weitere Akte. Nachruf von Dr. Wernicke. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, war so alt. Verstarb am Blabla, wissen wir schon, in der Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in der Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Alan Turing, muss man den kennen? Okay. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Crazy Cat Guy, okay. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keinen Hinterbliebenen. Okay. Hinterbliebenen, warum auch immer ich da jetzt irgendwie ein anderes Wort, ein böses Wort gelesen habe. Das ich mal lieber gar nicht aussprechen möchte. Egal, ja. So. Hier also wieder eine Schleuse, die wir erstmal nicht betreten können. Aber da sie nicht kaputt ist oder schwarz oder so, sondern rot, schätze ich, kehren wir hierhin zurück. Ich würde es mir zwar nicht wünschen, in dieses Irrenhaus hier, ja? Oh, Batterie? Na klar, neben dem Kofferradio. Warum auch nicht? Hä? Das muss ja alles logisch erklärt sein. Hier findet man nichts umsonst. So, hallo. Oh. Jetzt ist nur die Frage, kam ich hier? Was? Was machst du denn? Was? Was? Was denn? Warum schlägt er mich? Habe ich ihm irgendwas getan? Verpiss dich! Geh weg! Mach dich weg, Kollege! Tschüss! So, ich glaube, ich muss hier runter. Was geht mit ihm nicht klar? Hier war ich schon. Hä? Hä? Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also gut, also er schlägt uns, er hat da irgendwie Spaß dran, uns zu boxen. Ja, dann krabbeln wir hier einfach rüber. Mir gefällt das aber wieder nicht. Oh! Oh! Oh no! Mach dich weg! Lass uns bloß in Ruhe! Oh, Halleluja! Sowas habe ich geahnt. Oh, Jesus! Oh. Ich sehe da Beine von irgendeinem zusammengekauerten. Lass deine Pfoten bei dir. Lasst bloß alle eure Pfoten bei euch. Ihr verdammten Verrückten. Ah ja. Eine weitere Blutspur, wie war das? Folge der Blutspur?
Gut. Wo auch immer die herkommt, frage ich mich gerade, aber vielleicht will ich das gar nicht wissen. Ja. Ups. Nein, nicht aufhängen. Mach irgendwas. Spiel. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh. Was ist da los? Sind das die Duschen? Das sind die Duschen! Da gegenüber, ja, da stand ich doch. Okay, das ist zwar nicht der Weg, den ich gehen muss. Aber ich gehe trotzdem hin. War klar. Batterien gibt's da auch nicht. God damn it! Okay. Was? Eine weitere Notiz? Wallrider? The fuck. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Im Berg? Hä? Wie im Berg? Sind wir bei Herr der Ringe oder was? Ich würde es gern als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung der Kamera oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Oh man. Ich erinnere mich, ja. Das hat so ein paar Leute ganz übel hin und her geschleudert. Und diese Blut- und Gedärmlache gefällt mir mal so gar nicht. Wallrider, 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 Wallrider. Es steht hier überall. It's written everywhere. In blood. Oh. Vielleicht mit dieser Hand. Hm. High five. Yeah. Wer weiß. Oh nein. Das sind doch wieder die Duschen. Ich hoffe mal, dass die Pimmelmenschen mich nicht wieder zerschlitzen wollen hier. Auf jeden Fall ist die Musik ganz leicht dramatic. Das verheißt doch nichts Gutes. Da ist Licht, da geht's runter. Scheiße. Ja. Oh no. Oh no. Oh no. 5 Batterien habe ich am Start. Okay, aber jetzt, ich glaube, hier unten wird es kein Licht geben. Nein. Scheiße. Das kotzt mich doch schon wieder an hier. Düdüt, düdüt. Ah, klatsch. Oh. Was gibt's hier? Licht. Licht. Und Kanalisation. Ach, seid ihr geil. Seid ihr verrückt. Ich will da nicht raus. Verpisst euch mal. Nein, ich beende den Part jetzt. So, bevor ich da hinkrabbel und mir hier irgendwie welche Krokodile entgegenspringen oder Aliens aus der Tiefe oder das Ding aus dem Sumpf, melde ich mich aus dem Kreis und sage Tschüss, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.